Ja, ich bin Levin, ich bin Vorstandsmitglied im Bundesverband Bitcoin e.V. Ist so eine Lobbygruppe, die wir gegründet haben, so ein bisschen um Bitcoin vielleicht zu promoten und auch was Regulierung und so weiter angeht, in die richtige Richtung zu arbeiten. Und ich dachte halt, ich war letztes Jahr auf der Frostcon und da gab es eigentlich relativ wenig zu Bitcoin und dann habe ich jetzt einfach mal gedacht, ich versuche mal einen Talk zu halten, der hier die Leute interessiert und mitnimmt irgendwo. Du bist ja natürlich auch auf Open Source ausgerichtet, das ist ja hier das Thema. Bitcoin ist Open Source Software und hat eigentlich einen ganz interessanten Prozess, wie da Änderungen am Protokoll quasi abgestimmt werden über das gesamte Netzwerk. Da geben sich ziemlich interessante marktwirtschaftliche Anreize, auf die ich ein bisschen eingehen will. Ich will ein bisschen erzählen, wo stehen wir gerade mit Bitcoin, wo geht es vielleicht hin? Und auch ganz kurz nochmal einmal hier in der Mitte, also ich gehe vielleicht einmal eben durch. Einmal wollte ich kurz ein bisschen so mal, was man eigentlich so über Bitcoin liest die ganze Zeit, dann erzählen. Dann geht es halt so ein bisschen, warum ist Bitcoin Open Source Software, wie funktioniert der Prozess mit der Codepflege. Ich habe hier prinzipiell drin noch ein paar Folien zu Hashing und Proof of Work. Da werde ich heute nicht drauf eingehen. Da kann man sich in der Präsentation gerne ein bisschen angucken, wenn man möchte, wen das interessiert. Dann kurz mal, warum Bitcoin eine besondere Erfindung ist und dann auch noch die Zukunft, was die Open Source Community angeht. Über mich ganz kurz, ja, ich bin eigentlich Berliner, habe hier in Bonn studiert, 5 Jahre lang, unter anderem und also Mathematik studiert. Und ja, seit Anfang 2013 bin ich dann, also ich kenne Bitcoin seit 2011, damals im Institut haben mich noch alle so ein bisschen belächelt dafür. Und seit Anfang 2013 bin ich jetzt halt bei den Stammtischen dabei und halt Vorträge über Bitcoin und so weiter. Genau. Also die allgemeine Wahrnehmung, oder vielleicht mal eine Frage, wer hat hier vielleicht Bitcoins im Publikum? Gut, immerhin ein paar. Wer findet Bitcoins gut? Wer findet Bitcoins schlecht? Schade, über die Leute freue ich mich eigentlich immer am meisten. Also bis jetzt noch offensichtlich keiner hier. Ja, also dann, also man kann mich auch gerne so ein bisschen dann unterbrechen bei Fragen oder Ähnlichem, das macht mir nichts. Ist auch die Frage, ob das jetzt alles neu ist oder nicht. Ich gehe da mal schnell so ein bisschen durch. Die Nachrichtenlage halt, also Bitcoin stürzt ab, wird immer wieder dann betont und ist demnächst auf null und so ähnlich. Sind immer wiederkehrende Geschichten, die natürlich dann in dem Moment immer, also wenn der Kurs steigt oder wieder fällt, dann ist immer der Stammtisch voll von Leuten auf einmal, aber wenn es jetzt vor sich hin plätschert wie gerade, dann ist immer nur noch halb so viel los. Die Notenbanken warnen, Open Source Software und die Notenbanken mischen sich ein, ist schon ein bisschen verrückt. Bitcoin ist pleite, Mt. Gox geht pleite, dann heißt es, der Bitcoin ist nichts mehr wert. Und ja, also beim Bitcoin, die Folien sind jetzt ein bisschen älter. Man sieht hier unten aus dem März. Aber die $600 haben sich ungefähr gehalten. Wir sind bei $500. Also der Kurs stürzt eigentlich nicht ab. Es werden überall Geldautomaten aufgebaut, mit denen man Bitcoins benutzen kann. Die Wall Street entdeckt Bitcoin. Und auch große Händler setzen auf Bitcoin, also Overstock und so weiter. Eigentlich fast alle oder immer mehr Online-Händler benutzen Bitcoin über BitPay vor allem, wo sie dann direkt Euros bekommen statt Bitcoin. Und die Umsätze steigen da auch immer weiter. Und das ist halt die Frage so, wer hat denn jetzt da recht? Also sind die Bitcoiner so ein bisschen verdrängen die Wirklichkeit und glauben da an ihr Schneeballsystem. Und also was mir halt am wichtigsten ist bei Bitcoin, ist halt das Open Source Software und da gilt halt TNO, also Trust No One. Man sollte einfach nicht sich irgendwie darauf verlassen, das wird schon jemand anders geprüft haben. Es wird nicht so weit kommen, dass Angela Merkel sich hinstellt und sagt, der Bitcoin ist sicher, sondern wer Bitcoin benutzen will, der muss sich halt dann leider doch einarbeiten. Es macht aber auch Spaß. Es gilt im ganzen System keine Macht für niemanden. Es kann keiner zentral das Protokoll ändern oder irgendwelche Bitcoins wieder zurückrufen. Das ist ganz spannend, hat aber auch einige Bedeutungen, was dann so zum Beispiel, wenn man Bitcoins verschickt, dass man die nicht wiederbekommt, solche Sachen angeht. Kann man es eigentlich gut sehen mit dem blauen Licht da? Stört das? Weiß ich nicht. Ja, also ein kleiner Hinweis, so ein bisschen, wenn man mit Bitcoin anfängt, das macht ziemlich süchtig irgendwann. Also mein Bruder zum Beispiel hat überhaupt nichts mit Informatik zu tun oder ähnlichem. Dem habe ich das dann irgendwann gezeigt und dann seitdem bombardiert er mich ständig mit Artikeln darüber und so. Und ich glaube, kommt nicht mehr richtig zu seiner Masterarbeit. Ja, aber es ist halt mal ein ganz spannendes Thema, mit dem man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte. Ganz kurz mal so zur Geschichte, wie das eigentlich entstanden ist. Das finde ich persönlich, finde halt so den Hintergrund von Bitcoin auch für Open Source eine ganz tolle Sache, weil man einfach merkt, dass die Software und dadurch, dass die Software Open Source ist, wirklich nur die Software im Vordergrund steht und nicht derjenige, der sie geschrieben hat. Also nicht wie bei, weiß nicht, bei Closed Software, wo man der Firma vertrauen muss, dass die schon einen Ruf zu verteidigen hat oder ähnliches, sondern hier ist halt jemand aufgetaucht, Satoshi Nakamoto, den es überhaupt nicht gibt, unter einem Pseudonym, der dann auf einer relativ oder sehr anonymen Krypto-Mailingliste seine Idee veröffentlicht hat, zunächst in einem Paper und später dann also die Version 0.1 der Software, damals noch für Windows Only, in C++ implementiert, zum Download bereitgestellt hat, dann konnten die Leute anfangen, konnten die Software lesen und benutzen und mussten dieser Person aber nicht vertrauen.
Ganz kurz nochmal die Idee zusammenfassen, was Bitcoin eigentlich leisten soll. Man kann also Geld verschicken von einer Person zur anderen. Wobei aber jetzt diesmal niemand ausgeschlossen wird. Also jeder kann so einen Account aufmachen. Das dauert 10 Sekunden am Handy. Man installiert es und dann ist man fertig. Jeder kann jedem Geld schicken. Also es gibt auch, also die Ländergrenzen oder sowas zählen da nicht. Das interessiert keinen. Dass alles anonym ist, kann auch niemand irgendwie verhindern oder feststellen, wo man gerade Geld hingeschickt hat oder von wo es kommt. Es soll pseudonym sein. Es ist nicht anonym Bitcoin, aber pseudonym. Also so ein bisschen wie digitales Bargeld, dass man halt zum Beispiel im Supermarkt bezahlen kann, digital, ohne seine Daten zu hinterlassen. Ja, geringe Kosten natürlich und es soll natürlich sehr sicher sein. Genau. Und Satoshi Nakamoto war ja nicht lange alleine. Da sind also immer mehr Leute dazugekommen, haben das System genutzt. Das ist dann irgendwann auf SourceForge gehostet worden. Dann Gavin Andresen ist dann irgendwann dazugekommen, der dann lange der Core-Maintainer war von Bitcoin und später dann aber jetzt wieder sich dann zurückgezogen hat. Heute sind es halt über 100 Entwickler, die schon Code dazu beigetragen haben, also auf GitHub zumindest. Darüber hinaus gibt es bestimmt noch mehr kleine Details, die andere dazu beigetragen haben. Das Ganze wird koordiniert durch die Bitcoin Foundation. Die haben also Mittel, mit denen sie, kann ich irgendwo eine Uhr sehen oder sowas? Vielleicht ein Handy. Genau. Also die haben also relativ viel Mittel geschenkt bekommen am Anfang durch Spenden, und zwar in Form von Bitcoins, auf denen sitzen sie noch heute, und die waren natürlich damals relativ wenig wert und haben sich inzwischen im Wert deutlich erhöht. Das heißt, sie können auch Vollentwickler bezahlen, die zum Bitcoin Core dazu beitragen und koordinieren so ein bisschen die Entwicklung. Und dann ist halt die Frage, okay, wir sind eine Open Source Software, ein dezentrales System und dann aber wieder eine zentrale Stelle, die diese Codepflege betreibt. Und dann ist natürlich die Frage, ist das gefährlich? Also entweder machen die vielleicht einen Fehler, der zu Problemen führt. Sowas hatten wir schon. Wir hatten Hardforks, weil dann, also wir Probleme hatten oder Bitcoin Probleme hatte. Die neuere Version hat größere Blöcke erzeugt, als es möglich war, in der alten zu verwalten. Und dadurch wurde dann die Blockchain in zwei Teile gespaltet und quasi auch die Community. Und das ist natürlich dann gefährlich, wenn solche Sachen an zentralen Stellen sind und nicht robust geprüft werden, bevor sie dann rausgegeben werden ins Netzwerk. Bei Bitcoin gilt dann einmal das Prinzip der Diversifizierung. Das heißt, es gibt auf jeden Fall diverse Implementierungen der Software. Man muss die Software vom Protokoll trennen. Das Protokoll ist natürlich ein bisschen wie so ein IP-Layer oder ähnliches. Und dann kann man natürlich verschiedene Implementierungen haben, wie verschiedene Browser zum Beispiel fürs Web. Es gibt auch immer mehr, also es wird an immer mehr Varianten gearbeitet. Um mal so ein paar zu nennen, gibt es halt Multibit mit Bitcoin J, was auf Java basiert. Bitcoin J wird auch auf dem Android-Telefon dann benutzt, für zum Beispiel Bitcoin Wallet. Electrum ist eine Python-Implementierung mit einem Backend-Server und dann Thin-Clients, die dann Informationen abrufen. Und auch in Go. In Go ist jetzt schon ein Client geschrieben worden, der vollständig den Core-Client wieder reproduziert. Interessanterweise gibt es aber kein richtiges Protokoll, was festgelegt worden ist, sondern es gilt immer das als richtig, was der Bitcoin Core Client macht. Da sind aber auch viele in der Community am Arbeiten dran. Die wollen halt in die Richtung gehen, dass sie sagen, nee, wir wollen ein sauberes Protokoll haben und daran wird dann der Core Client gemessen und nicht andersrum, was natürlich bis jetzt ein bisschen eine Frickellösung ist. Es gibt auch diverse End-User-Wallets. Hier oben sieht man welche. Für denjenigen, die es interessiert, ich würde auf Android Mycelium empfehlen. Auf iPhone würde ich ein neues Telefon empfehlen, aber ansonsten gibt es da inzwischen auch Blockchain.info und ähnliches. Und als End-User-Wallet für die größte Sicherheit kann man Armory und Trezor hervorheben. Trezor ist ein Hardware-Wallet, inzwischen auch eine Implementierung, die da ist. Und es sind halt viele Implementierungen für ein Protokoll, mit dem man dann halt auch prüfen kann, ob diese Änderungen, die dann durchgeführt werden, irgendwelche Breaking-Changes verursachen. Und wir haben jetzt also die Bitcoin quasi, wenn man jetzt Eigenschaften abändern will. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, also Bitcoin eigene Eigenschaft, es gibt 21 Millionen Stück. Das ist halt die Frage immer, wieso ist es festgelegt, wieso kann man nicht sagen, auf einmal gibt es 22 Millionen oder irgendwer verlängert den Zeitraum, in dem Bitcoins geschöpft werden oder ähnliches. Und dazu müsste halt eine Änderung am Protokoll durchführen, beziehungsweise an der Software, die das Protokoll implementiert. Und dafür gibt es dieses sogenannte Bitcoin Improvement Proposal. Es sind, glaube ich, inzwischen 100 oder mehr Vorschläge zu Änderungen da. Besonders bekannte sind zum Beispiel BIP32 für hierarchische deterministische Wallets. Das ist ein Wallet, wo man aus dem Public Key dann verschiedene Adressen ableiten kann. Die sind auch schon implementiert in verschiedenen Varianten. Armory hat so eine Implementierung, Electrum hat so eine Implementierung. Und da werden die halt ausprobiert,
bevor sie dann wirklich auch vom Core-Client übernommen werden. Vielleicht werden sie es auch gar nicht, wenn sie keine Änderungen am Protokoll eigentlich verursachen, sondern nur Features dazu bringen in der Usability für die User. Und dann gibt es zum Beispiel auch Kontroverse, wie zum Beispiel das Bitcoin Movement Proposal 70, wo man ein Payment-Protokoll hat. Da ist halt die Idee, dass man zurzeit scannt man einfach so QR-Codes, man will halt einen sicheren Kommunikationskanal zwischen demjenigen, der die Zahlung anfordert und demjenigen, der die Informationen braucht, um die Zahlung zu senden, herstellen. Dabei benutzt man jetzt eine verschlüsselte Verbindung, allerdings ist die Authentifizierung so wieder ein bisschen mit so zentralen SSL-Zertifikaten und man will eigentlich im Endeffekt das System nutzen, was wir jetzt auch im Web haben, was natürlich für Bitcoiner und Open-Source-Freunde nicht so besonders attraktiv ist. Und da wird natürlich auch heftig drüber gestritten. Zurzeit ist es so umgesetzt, nach dem Motto, es gibt keine bessere Lösung. Ja, das ist so dieser Prozess, der da läuft. Und nichtsdestotrotz, also es läuft dann normalerweise ab, es gibt einen neuen Vorschlag, dann gibt es intensive Diskussionen, also die sind auch teilweise ziemlich heftig, da geht es dann also ganz schön zur Sache. Auch weil natürlich Dinge vorgeschlagen werden, die Leuten Angst machen, die Leuten nicht schmecken. Zum Beispiel wird immer wieder mal diskutiert, da bin ich persönlich auch großer Gegner von, so Coin-Markierungen, Blacklisting, Whitelisting, solche Sachen. Das ist natürlich prinzipiell möglich, ist halt die Frage, ob man das ins Protokoll aufnehmen will. Ist aber auch eine Sache, die man eigentlich gar nicht verhindern kann, wenn irgendwelche Leute solche Listen anfertigen wollen. Man kann die Funktion dann immer im Testnet erstmal ausprobieren. Es gibt da so ein Spiel-Bitcoin-Netzwerk, wo quasi Bitcoins gemacht werden, die mehr oder weniger wertlos sind und die dann immer alle paar Monate, paar Jahre zurückgesetzt werden. Genau. Und wenn dann die Version da ist und ist getestet worden und ist jetzt im Core-Client, dann kriegt ihr halt ein Update, der Core-Client. Und dann passiert aber erstmal eigentlich gar nichts. Weil dann müssen nämlich die Miner anfangen, ihre Software zu aktualisieren und die User. Und das ist gerade dieser große Schritt beim Bitcoin. Das ist eigentlich so eine Abstimmung darüber, ob man die Änderung übernehmen will ins Netzwerk. Das heißt, man sagt ja, und die haben jetzt eine Änderung gemacht, die vielleicht also besonders gravierend ist. Möchte ich das eigentlich haben? Und dann muss man aktiv die Software updaten. Und dieser Prozess, dieser Schritt, diese Software zu updaten, ist gar nicht so ohne, weil wenn man sich entscheidet, in die nächste Blockchain zu gehen, genau, also ich komme nachher nochmal darauf zurück, warum dieser Prozess, nachdem ich Bitcoin erklärt habe, warum dieser Update-Prozess meines Erachtens einfach ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie man Open-Source-Software auch quasi mit einer kontrollierten Abstimmung in der Community erst aktualisiert und nicht durch irgendwelche zentrale Maintainer. Also ich glaube, durch diese Anreize, die im Bitcoin-Netzwerk bestehen, gerade monetärer Art, sind die User viel stärker dazu aufgerufen zu prüfen, ob das Update Sinn macht oder nicht, was sie installieren, als es bei jeder anderen Software der Fall ist. Um jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen so das breitere Bild zu streuen, also bei Bitcoin geht es halt auch nicht nur um Software-Updates, es geht nicht nur darum, irgendwie wir machen es schneller, wir fixen einen Bug oder ähnliches, sondern es geht halt auch um Dinge, die aus der gesellschaftlichen Debatte entstehen. Am Anfang war Bitcoin eigentlich nur so ein witziges Hobby, ein Spielzeug für Nerds, der Spaß ist ein bisschen vorbei. Es geht mir persönlich auch so, ich habe am Anfang mich engagiert für Bitcoin, oder eigentlich gar nicht groß, weil ich da gar keinen Bedarf gesehen habe. Ich dachte, okay, das benutze ich halt mit meinen Freunden. Ich habe bei meinem Nachbarn Bier gekauft. Der hatte da im Flur so eine Klingelkasse. Da konnte man halt statt einem Euro auch Bitcoins dann hinzahlen. Inzwischen bin ich halt den ganzen Tag am Rumrennen, irgendwelche E-Mails am Schreiben für Regulierung. Wir haben viel mit Steuern zu tun. Die Frage ist auch gerade, ob Bitcoin umsatzbesteuert wird. Es geht viel um Aufklärung. Also solche Vorträge wie hier, wahrscheinlich nicht ganz so, muss man nicht ganz so weit gehen. Also viele Leute kennen das Thema schon, aber bei anderen Veranstaltungen und so treten wir auf und versuchen den Leuten halt einfach Bitcoin nahezubringen und vor allem die Idee, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, weil das meiner Meinung nach einfach eine gesellschaftliche Notwendigkeit wird, sich damit auseinanderzusetzen, ob wir das am Ende so haben wollen oder nicht, ob wir es bekämpfen wollen oder ob wir es quasi aufnehmen und unterstützen wollen. Auch ein großes Problem ist natürlich die Datensicherheit. Also wenn die NSA wieder daran arbeitet, irgendwelche Geräte zu korrumpieren, dann geht es jetzt nicht nur darum, dass sie mich ausspionieren können, sondern die können mir im Endeffekt auch mein Geld klauen. Was sie natürlich jetzt auf dem Bankkonto mehr oder weniger auch können, aber was einfach entgegen ist dem, was Bitcoin ist. Also wir brauchen sichere Endgeräte, um Bitcoin zu benutzen und die NSA arbeitet daran, die unsicher zu machen. Es gibt also verschiedene Lobbygruppen inzwischen, also nicht nur Entwicklung, sondern Lobbygruppen. Die Bitcoin Foundation in den USA ist eigentlich die größte. Der Bundesverband Bitcoin hier in Deutschland ist inzwischen auch ein Affiliate-Chapter von der Bitcoin Foundation, das heißt, wir arbeiten mit denen zusammen. Und es gibt halt ganz viele mehr. Die Global Bitcoin Alliance ist ein Beispiel. Und da sammeln sich halt nicht nur Leute, die Software toll finden, sondern da kommen natürlich ganz viele dazu, die zum Beispiel auch marktradikal sind oder Leute, die fürs Hartgeld sind oder Leute, die einfach das ablehnen, dass es irgendwie in unserem System Kontrollmechanismen für Geldflüsse gibt und so weiter. Das sind also sehr politische Debatten.
Nee, und das kommt jetzt nicht ganz zur Geltung, weil es so niedrig ist, aber ich lade auf jeden Fall jeden ein, sich daran zu beteiligen und da mitzumachen. Es gibt Stammtische, zum Beispiel in Köln gibt es einen, also hier in der Nähe, und ansonsten eigentlich auch in jeder größeren Stadt, Hamburg, München und so weiter. Das macht auch Spaß. Es gibt Konferenzen, das ist die Bitcoin-Konferenz zum Beispiel in 10 Tagen in Köln. Ob der Eintritt ist sogar frei, der kostet 5 € oder so. Das ist auch spannend, sich da mal mit den Leuten auseinanderzusetzen. Und ja, gerade wenn jemand was gegen Bitcoin hat, freue ich mich immer, wenn der da irgendwo auftaucht und uns was dazu erzählt. Genau. Und jetzt nochmal einmal ganz kurz, um mal darauf einzugehen, was Bitcoin eigentlich so besonders macht oder was diese zentrale Erfindung bei dem Ganzen ist. Wenn man Geld überweisen will im aktuellen System, dann braucht man halt ein Clearinghouse. Ein Clearinghouse ist im Normalfall, also jetzt hier oben dargestellt durch diese Waage, eine Bank oder ähnliches, die eine Übersicht hat über die Kontostände aller Beteiligter und die entsprechend abändert. Das heißt also, Bob sendet jetzt Steve $100, dann sorgt das Clearinghouse dafür, dass in den Beständen des Clearinghouses entweder zuerst Steve $100 gutgeschrieben bekommt und aber auch Bob $100 weniger, sodass er nur noch 100 hat. Und wenn jetzt, dann ist also diese Zahlung in Ordnung. Und wenn jetzt aber Bob versucht, Alice $200 zu schicken, obwohl er die überhaupt nicht mehr hat, dann sagt das Clearinghouse ist nicht, dann kannst du es nicht überweisen. Das ist das alte Modell, was wir haben, so wie ich persönlich früher auch immer gedacht habe, wie es funktionieren muss, weil sonst halt irgendwer behaupten kann, er hätte mehr, wenn man nicht eine neutrale, zentrale Instanz hat, die darüber richtet, ob oder nicht dieser Kontostand da ist. Das Clearinghouse ist natürlich in der aktuellen Implementierung bei der Bank übermächtig. Das heißt, es kann also jederzeit die Guthaben abändern, also ein Bankauszug, den kann ich auch fälschen, das ist kein Problem. Es kann Zahlungen rückgängig machen, was ein ziemlich lästiges Thema ist, gerade wenn man Bitcoins zu tun hat und vielleicht mal handelt oder so. Es kann Zahlungen verweigern, Leute ausschließen vom Bankensystem und es kennt alle Zahlungsströme. Und bei Bitcoin ist eigentlich jetzt also die prinzipiell banale Idee erstmal, ist das Ganze einfach in einer gemeinsamen Datenbank zu machen. Also die Darstellung soll hier so sein, dass wir oben haben wir halt die Datenbank, jeder zieht sich eine lokale Kopie dieser Datenbank und hält die auch aktuell mit der gemeinsam genutzten Datenbank. Alle diese 4 Container enthalten also die gleichen Daten. Und in der Datenbank sind die Kontostände für alle Nutzer drin. Also jetzt für Bob, für Steve und für Alice. Und am Anfang wären es dann also $200 für Bob und für Steve und Alice jeweils 0. Und wenn jetzt Steve eine Zahlung bekommt von Bob über $100, dann guckt er einfach, ob in der Datenbank der Eintrag so vorgenommen worden ist, dass er jetzt $100 mehr hat und Bob $100 weniger. Und wenn diese Transaktion in der Datenbank drin ist, dann kann er sagen, okay, das scheint jetzt so zu sein, dass alle die haben. Und deswegen kann ich jetzt Bob zum Beispiel die Ware liefern, weil ich die $100 jetzt gutgeschrieben habe im System und alle anderen kennen es auch. Das also er akzeptiert und diesmal ist es nicht das Clearinghouse, was Steve erzählt, dass er es akzeptieren kann, sondern Steve selbst prüft in seiner Version der Datenbank, ob diese Eintragung da vorgenommen worden ist. Und Alice kann jetzt, wenn sie $200 von Bob kriegen soll, kann einfach nachgucken in der Datenbank und sagen, Moment mal, du hast aber nur 100 in der Datenbank, ich akzeptiere diese Zahlung nicht. Die Frage ist jetzt natürlich, also dadurch ist eine gemeinsame Datenbank ein Clearinghouse, die Frage ist halt nur, wie kann ich denn erreichen, dass wirklich alle die gleiche Datenbank haben? Weil die Frage ist ja zum Beispiel, könnte Bob in die Datenbank den Eintrag vornehmen, um Steve glücklich zu machen und dann aber irgendwie verhindern, dass Alice diese neue Version der Datenbank bekommt und das Geld nochmal an Alice ausgeht. Und das ist eigentlich diese zentrale Idee, die Bitcoin dann so besonders macht. Diese gemeinsame Datenbank wird also erzwungen und das wird über diesen Mining-Prozess gemacht. In diesem Mining-Prozess passiert Folgendes, also hier links ist so ein Bild dieser sogenannten Blockchain und die Miner versionieren die Datenbank. Das ist ein Prozess, der im Endeffekt die Lösung eines mathematischen Rätsels beinhaltet und einfach relativ viel Zeit braucht. Und die Schwierigkeit wird auch immer angepasst, umso mehr im Netzwerk damit da dran arbeiten. Und die Gesamtheit aller dieser Miner schafft es, in 10 Minuten eine Version zu erzeugen. Und wenn jetzt also dann ein Dateneintrag vorgenommen wird, dann wird der eingespeichert in die Datenbank und danach wird dann eine neue Version auf der Datenbank erfolgt. Die Datenbank wird versioniert und quasi versiegelt. Und dieser Prozess geht dann also immer weiter. Das heißt, also zwischen diesen Blöcken sind ungefähr 10 Minuten. Wenn jetzt allerdings Bob zum Beispiel zwei sich widersprechende Einträge in die Datenbank vornehmen würde, also einmal $100 an oder $200 an Steve schickt und $200 an Alice schickt, obwohl er nur $200 hat, dann können diese nicht beide gleichzeitig in der Datenbank drin sein, weil die natürlich ungültig wären. Keiner würde diese Datenbank akzeptieren. Das heißt, er kreiert zwei Versionen der Datenbank, eine für Alice und eine für Steve. Und jetzt ist aber die Frage, auf welcher Datenbank die Miner weiterarbeiten. Wenn die Miner jetzt beschließen, sie arbeiten auf der rechten weiter, dann wird diese schneller bestätigt, weil die Schwierigkeit des Rätsels gleich bleibt, aber das Netzwerk sich mit seiner Rechenkraft aufteilt
Und die linke Seite bekommt weniger Rechenkraft ab als die rechte. Das heißt, hier diese rechte Seite wird früher bestätigt. Das dauert dann trotzdem noch ungefähr 10 Minuten. Wenn jetzt hier ein einzelner Miner dran arbeitet, kann es vielleicht 3 Jahre dauern, bis die mal bestätigt wird. So. Das heißt also, hier hat man die Bestätigung dieser eine neue Version dieser Blockchain und weiß, okay, die Arbeit ist auch verrichtet worden für diese Version. Darauf wird dann die nächste aufgebaut und so weiter. Und dann ist ganz einfach, man sieht sich diese Blockchain an und sagt, okay, welche Version gilt denn jetzt für mich? Immer diejenige mit der höchsten Versionsnummer. Das heißt, wenn hier rechts jetzt weiter vorgearbeitet ist, dann sagen alle im Netzwerk, ja, das hier links ist eine ungültige Datenbank, die ist verworfen, die ist quasi nicht mehr aktuell, sondern wir befinden uns schon weiter in der Zukunft hier oben. Und dann ist natürlich klar, dass nur Steve das Geld bekommen hat. Also Alice kann sich angucken, welche von den beiden Versionen ist denn bestätigt worden. Ah, ich habe Pech gehabt, bei mir gab es das Geld, was Bob mir schicken wollte, ist nie angekommen. Er muss es mir entweder nochmal schicken oder er versucht mich zu betrügen. So kann Alice es nachvollziehen. Genau. Am Ende bleibt nur eine Datenbank bestehen. Jetzt könnte es trotzdem sein, dass Bob verhindert, dass Alice diese Datenbank auf der rechten Seite sieht. Also mit zum Beispiel einem Angriff, jetzt hier im Netzwerk oder so, könnte jetzt jemand mir die linke Datenbank zeigen mit dem Eintrag, dass ich Geld bekommen habe. Dieses gleiche Geld wird dann jemand anders verschickt in einer anderen Datenbank und er verhindert aber, dass ich diese Datenbank sehe. Der Witz ist aber, dass ich trotzdem sehen kann, dass er versucht, mich zu beschubsen, weil er für diese Datenbank hier keine Bestätigung bekommen will. Also er schließt mich einfach aus vom Netzwerk. Das Netzwerk kennt die rechte Seite und arbeitet da drauf. Er schließt mich aus. Ich bin zum Beispiel in seinem WLAN drin und er verhindert einfach, dass ich zu Knoten verbinden kann, die diese rechte Seite der Datenbank kennen. Und ich warte aber mit ihm zusammen darauf, dass diese linke Seite bestätigt wird. Und dann muss er halt so viel Rechenkraft aufbringen, dass er das in der vernünftigen Zeit, sagen wir mal in einer Stunde oder sowas, mal bestätigt bekommt. Aber diese Rechenkraft entspricht dann ja ungefähr einem Drittel oder einem Viertel fast des Netzwerks, der Gesamtrechenkraft des Netzwerks, das heißt ein sehr teurer Angriff. Und umso länger den durchziehen will, umso eher merke ich, dass da was nicht ganz stimmt, weil natürlich dann die Zeit zwischen den Blöcken zunimmt. Das heißt, in der rechten Seite, das gesamte Netzwerk schafft es vielleicht in 10 Minuten, aber mit geringerem Teil der Rechenkraft, vielleicht ein Viertel der Gesamtrechenkraft, dauert es halt jeweils 40 Minuten, bis ein neuer Block gefunden worden ist, was mich dann auch irgendwann stutzig machen kann. Dann sage ich, okay, ich breche mal die Verbindung ab und gucke nach. Und durch diesen Prozess, dass man einmal die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich sehe, wenn es mehrere Versionen gibt, welche Version denn eigentlich gilt. Das heißt, ich habe so eine Art Schiedsgericht durch diese Miner. Und dass ich aber auch einen Mechanismus zu überprüfen, ob ich noch zum Netzwerk verbunden bin. Und durch diese beiden Mechanismen kann eigentlich dann, also kann Alice dann am Ende sicher sein, dass sie die Datenbank hat, die für alle allgemein gültig ist und diese Zahlungen annehmen, überprüfen, ob die Einträge da sind und hat das also geschafft, diese gemeinsame Datenbank für alle Nutzer zu erzwingen. Genau, so sieht's aus. Also die Transaktion kommt in Echtzeit an, im Normalfall, weil jeder, der zum Netzwerk verbunden ist, sieht die Datenbank, auf der alle arbeiten. Die wird also propagiert, die Transaktion, ist dann aber noch nicht in der neuesten Version der Datenbank aufgenommen. Die wird ja dann erst erzeugt, wenn dann dieser Proof of Work generiert worden ist. Das dauert durchaus, im Zweifel ungefähr 10 Minuten, bis die erste Bestätigung da ist. Um wirklich sicher zu sein, sollte man aber auch noch ein paar mehr abwarten. Das heißt also, das als goldene Regel gilt 6 Stück. Um wirklich bei einer Transaktion zu sagen, okay, gibt es keine Angriffsmöglichkeit mehr. Das ist natürlich ein bisschen langsam, dauert eine Stunde ungefähr. Das kommt auch immer auf den Betrag an, den man überweist bekommt. Weil, sagen wir mal, 6 Blöcke anzugreifen, also das würde ja heißen, dass man dann auf einmal anfängt. Also man ist dann halt schon hier, das Netzwerk ist schon da oben, die gesamte Allgemeinheit, und ich fange an, hier unten jetzt wieder irgendwie versucht, die Transaktion rückgängig zu machen, indem ich zum Beispiel hier auf einer Version arbeite, wo die Transaktion nicht stattgefunden hat. Mit meiner eigenen Rechenkraft, dann muss ich das Netzwerk halt links überholen. Und wenn ich schon 6 Vorsprung haben, dann ist es rechnerisch so gut wie ausgeschlossen. Das heißt, dieser Angriff ist gar nicht möglich. Trotzdem ist der auch schon, der ist halt extrem teuer, aber auch ein kürzerer Angriff ist auch teuer. Also auf 1-2 Blöcke ist der Angriff auch teuer. Also auf 2 Blöcke, sagen wir mal, wenn man eine Transaktion von weniger als 1000 Euro annimmt, das kann man mal so ein bisschen nachrechnen, wie da die Größenordnungen sind, dann wäre der Angriff, diese Transaktion rückgängig zu machen, teurer als die eigentliche Transaktion. Und nee, ein Block, also das ist ein bisschen, das ist dann, genau, also das ist, im Endeffekt ist es eine Quintessenz, alle dieser Informationen, die in der Datenbank drin sind, das sind so Hash-Trees, die dann zusammenführen zu einem großen Hash, sodass man prüfen kann, ob die, also Daten, das ist quasi im Endeffekt so eine Art Fingerabdruck der Daten, der dabei erzeugt wird, sodass die Daten nicht mehr manipuliert werden können. Also wenn ich dann irgendeinen Antrag in der Datenbank abändere, dann stimmt dieser Hash-Tree nicht mehr und der Gesamthash am Ende dann auch nicht mehr. Im Endeffekt sind das dann die Prüfsummen plus die Bäume über der Datenbank, über den Einträgen der Datenbank. Genau. So.
Also das Mining stellt also sicher, dass die Einträge in der Datenbank nicht gelöscht oder geändert werden können. Das ist also der Hauptpunkt, dass man einfach, man kann Daten in diese Datenbank einspeisen und die werden nie wieder daraus verschwinden. Und nach einer gewissen Zeit hat jeder Nutzer die allgemeingültige Datenbank oder weiß, dass er vom Netzwerk getrennt ist. Also wenn ich einen Datenbankeintrag abändere, dann gilt ja dieser Baum nicht mehr, dieser Hashtree nicht mehr. Das heißt also, der Gesamt-Proof of Work ist auch falsch, muss also neu gemacht werden. Und da sieht man schon, dass Bitcoin eigentlich mehr kann als nur Geld verschicken, weil man im Endeffekt die Möglichkeit jetzt mal hat, Informationen einzuspeisen im Netzwerk. Da muss man eine kleine Gebühr für bezahlen, weil das natürlich Arbeit erzeugt. Aber man kann eigentlich eine beliebige Information reinschreiben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine tolle Idee habe oder was, dann schreibe ich ein Paper dazu, mache ein PDF daraus, bilde eine Prüfsumme, bilde aus der Prüfsumme einen Public Key, der dieser Prüfsumme entspricht und überweise einen Satoshi auf diesen Key, sodass dadurch dann der Hash meines Dokumentes in der Blockchain drin ist. Und die Idee, und ich glaube persönlich auch, dass das dann früher oder später auch rechtlich dann ein valider Ansatz ist, halt, dass ich einen Zeitstempel für meine Idee habe und sagen kann, wenn ich mal später damit komme, ich hatte damals schon die Idee, hier ist der Eintrag in der Blockchain, den kann ich nicht nachträglich reingebracht haben, der muss damals schon da gewesen sein und das Ganze ist garantiert mit diesem Proof of Work. Also wir haben auch so eine Art Notarfunktion in der Blockchain drin, was eine ganz eklatante Deckung ist, die vor allem oder eine Idee ist, die einfach dann die ganzen darauf aufbauenden Derivate beflügelt auf Bitcoin. Ich komme dann nachher nochmal dazu. Und das Peer-to-Peer-Netzwerk stellt halt sicher, dass erstmal die Datenbank keine ungültigen Einträge beinhaltet. Also prinzipiell könnte man eigentlich sich widersprechende Transaktionen in die Datenbank aufnehmen und dann den Proof of Work bilden. Das würde jetzt keiner verhindern. Das Problem ist nur, dass dann keinen diese Datenbankperson interessiert, weil sie sagen, das ist eine korrumpierte Datenbank und derjenige, der diesen furchtbar aufwendigen Proof of Work berechnet hat für diese falsche Datenbank, der hat die Arbeit umsonst gemacht. Das heißt, er erlaubt es sich nicht, aber es liegt nicht daran, dass das gefordert ist, dass der Proof of Work sonst nicht geht, wenn die Datenbank nicht stimmt, sondern dass einfach niemand im Netzwerk diesen Proof of Work für eine kaputte Datenbank akzeptieren würde. Das wäre eine Zeitverschwendung und eine Geldverschwendung. Und jetzt kommt halt der Punkt, der mich besonders interessiert oder der vielleicht also hier auch für das Publikum besonders interessant ist. Die Software und das Protokoll können nur abgeändert werden, wenn die Mehrheit der Nutzer zustimmt. Und dieser Ansatz, ob man mitforken will oder nicht. Also muss man sich vorstellen, es kommt also eine neue Version raus, der Bitcoin-Software, die irgendwelche Änderungen beinhaltet. Und zwar solche Änderungen, dass man keine Rückwärtskompatibilität mehr hat. Das heißt, Bitcoins, es gibt danach zwei Blockchains, quasi die Miner, die auf der alten Blockchain arbeiten, haben eine Version und die andere auch. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel Transaktionen einfüge ins Netzwerk, kann es sein, dass die für die alten Miner als ungültige Transaktion verworfen wird und sie darauf nicht arbeiten. Und dadurch kann sich dann diese Blockchain aufspalten. Das heißt, man hat zwei Blockchains, die nebeneinander bestehen. Im Endeffekt hat man zwei Bitcoins, die nebeneinander bestehen. Und die Gefahr ist jetzt, was passiert denn, wenn ich jetzt meine Software aktualisiere und in der neuen Version bin und sage, ach, diese tolle neue Transaktion hier ist möglich. Oder zum Beispiel, sagen wir mal, ein unrealistisches Beispiel, aber es wäre eins, dass man sagt, ja, die 21 Millionen Bitcoins waren zu wenig, wir hätten gerne jetzt mal 30 Millionen. Wir sagen, okay, der Prozess der Bitcoin-Schöpfung, alle 10 Minuten werden zurzeit 25 neue Bitcoins gemacht, diese Quote sinkt über die Zeit, vielleicht sagt man, wir ändern das mal ab und es gibt jetzt dann doch irgendwie nochmal 50 und dann ändert sich, geht es wieder runter, sodass wir am Ende dann 30 Millionen haben, ist für alle besser, dann haben wir länger eine Party hier und mehr Bitcoins werden ausgeschüttet. Keine Ahnung. Könnte einer auf die Idee kommen? Jetzt kann ich überlegen, okay, gehe ich halt mit in diese neue Version oder nicht? Wenn ich jetzt in die neue Version gehe, dann werde ich ab da, die Bitcoins aus der alten Version sind in der neuen gültig, aber alle, die in der neuen erzeugt werden und überwiesen werden, tauchen nicht in der alten Version auf. Und dann muss ich natürlich mir genau überlegen, was ich da eigentlich tue. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich verkaufe hier irgendwelche Dinge gegen Bitcoins, dann frage ich mich, will ich jetzt die alten haben oder die neuen haben? Die alten sind im Zweifel auch in der neuen gültig. Aber wenn ich in der neuen bin und dann irgendwann stellt sich heraus, ah, das war aber ein Fehler mit den 30 Millionen, die werden entwertet, die sind weniger wert, weil es eine größere Inflation gibt oder ähnliches, betrifft das natürlich die Bitcoins, die ich angenommen habe in der neuen Version. Wenn ich dann wieder zurückgehe in die alte, sind diese Bitcoins weg. Das heißt, man hat einen extrem hohen Anreiz als Händler, als User und vor allem auch als Miner, genau zu überprüfen, nicht nur sind da irgendwelche Fehler drin, das ist eigentlich fast noch das geringere Problem, wenn man sagt, ja, okay, hier gibt es irgendwie einen Bug, das ist irgendwie schwierig dann zu lösen, dadurch, weiß nicht, verliere ich Zeit oder sonst irgendwas, die Transaktion wird ungültig. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, wird sich diese neue Version am Markt durchsetzen gegen die alte? Wenn sie das nicht tut, dann droht eigentlich im Endeffekt ein Totalverlust, wenn man halt Zahlungen annimmt, die nachher dann keinen Wert mehr haben. Und dadurch muss jeder User, jeder Händler genauestens prüfen, was passiert jetzt mit dem Update, wo geht's hin, was sind das für Änderungen, was bedeutet es?
und kann ich es mir leisten, da mitzugehen. Das ist auch ein bisschen so First Mover Disadvantage natürlich, was natürlich auch manchmal den Update-Prozess behindert. Also man sieht, dass die Miner teilweise noch auf total veralteten Versionen arbeiten, was auch Probleme macht, weil also es gab zum Beispiel schon Erweiterungen, die unter Umständen eine Hardfork verursachen würden. Und wo man einfach daran, sagen wir mal, also irgendwie in Version 0.7 ist ein Problem, in 0.8 wird es gefixt und in 0.9 soll es umgestellt werden. Da kann man erst natürlich 0.9 erst einspielen oder dann, also quasi Leute können erst auf 0.9 umstellen, wenn alle auf 0.7 auf 0.8 umgestiegen sind, die aber keine Lust dazu haben, weil sie Angst haben, dass durch diese 0.8-Änderung schon wieder sich Nachteile ergeben für sie. Da geht es dann auch irgendwann, dass man sagt, okay, der Vorteil scheint so gut zu sein, dass dann wirklich eine Hardfork gemacht wird und dann vielleicht ziehen dann die aus der alten dann doch irgendwann nach. Auf jeden Fall ist es also meines Erachtens ein besonders interessanter Prozess, der hier stattfindet, der so, weiß nicht, bei anderen Distributionen, bei Firefox oder anderen Open-Source-Projekten eigentlich nicht stattfindet, weil die Nutzer einfach sagen, ja, okay, Update und dann die neue Version haben und das eigentlich mehr an den Core-Maintainern gelegen ist, welche Updates eingespielt werden, welche Features. Ja, bitte? Du hast gerade gesagt, wenn ich auf eine neue Blockchain wechsle und Coins bekomme, die sind nachher weg, wenn ich so einen wechsle. Wie ist es jetzt umgekehrt, wenn ich auf die neue Blockchain wechsle und Bitcoins ausgebe und wechsle nachher auf die alte Chain? Dann kann man die in der alten Chain nochmal ausgeben. Okay. Also wenn man einer hat verloren, aber irgendein anderer hat dann noch gewonnen, wenn er dann auch wechselt, ja? Ja. Du sagst es ja, Totalverlust für den einen, mag eventuell Gewinn für den anderen sein, wenn er dann halt auch zurückwechselt. Genau, ja. Okay. Wobei aber, wenn man die Bitcoins ausgibt in der alten Blockchain, dann müsste die Transaktion in den meisten Fällen auch in der neuen ankommen, sodass die dann auch ausgegeben sind. Ja. Ja, man kann die zweimal ausgeben. Also wenn man Bitcoins hat und dann kommt die Fork, dann hat man quasi doppelt so viele. In beiden Netzwerken eine. Nur wenn man die Transaktion ins alte Netzwerk reingibt, dann ist sie im Normalfall auch in der neuen Version gültig. Wenn man in der neuen Version vielleicht kann man Transaktionen machen, die in der alten nicht akzeptiert wird, und dann hat man die Bitcoins dann auch. Ein bisschen auf die Transaktionen, die man dann ausführt. Aber sowas führt dann zu ziemlich merkwürdigen dynamischen Prozessen. Also der Update-Prozess ist echt heftig. Und gerade eine Hardfork ist eine Sache, die sehr wohl überlegt sein will. So. Jetzt habe ich noch eine Viertelstunde Zeit. Ich habe noch diesen Block hier rechts und vielleicht gehe ich so ein bisschen noch auf die Projekte ein, die da sind, und Fragen sind auch jederzeit willkommen. Ja, super. Genau. Jetzt kommt genau jetzt dieser Teil hier. Das ist genau, worüber ich reden will. Und ich gehe kurz mal drauf ein und dann gerne weitere Fragen. Also ich habe dafür relativ viel Zeit, relativ wenig Folien, deswegen passt ganz gut. Genau, wie ich gesagt habe, dieses Prinzip Mining, also der dezentrale Proof of Work, kann überall da angewendet werden, wo eindeutige, also widerspruchsfreie, nicht manipulierte Datenbanken benötigt werden und nicht manipulierbare. Und zum Beispiel eine ganz offensichtliche Anwendung ist DNS-Dienste. Dass ich sagen kann, okay, ich habe hier folgenden Namen und schreibe die IP dazu. Und das ist natürlich toll, wenn es nicht einfach abgeändert werden kann. Also ich kann es natürlich abändern als der Besitzer mit meinem Private Key, mit dem ich mich ausweisen kann. Aber ich habe keine zentrale Stelle mehr, die irgendwelches DNS-Spoofing dann da irgendwie aus irgendwelchen Gründen dann erlauben kann oder ähnliches. Das heißt, es ist ein deutlich sichereres System, um Namensdienste zu verwalten, als es vielleicht bis jetzt bei zentralen Dienstleistern der Fall war. Zeitstempel, wie ich schon gesagt habe, man kann also Patente vielleicht irgendwie dann da einbringen oder Notar-ähnliche Arbeiten machen. Daraus ergeben sich dann Anwendungsmöglichkeiten, und das ist dann zum Beispiel Namecoin, und Namecoin ist halt ein reiner Fork von Bitcoin. Das ist genau die Frage da hinten, also da hat jemand gesagt, ja, wir finden Bitcoin hat zwar schon Features, aber wir würden das gerne erweitern. Wir forken das und haben dann halt Namecoin daraus gemacht, haben eine eigene Blockchain am Anfang gehabt. Inzwischen sind die verwoben, die Namecoin und die Bitcoin-Blockchain, damit nämlich alle Miner, die Bitcoin minen, auch Namecoin minen können, um so die Rechenkapazität im Namecoin-Netzwerk hochzuhalten, damit es nicht angegriffen werden kann. Also das ist dann so ein Shared Mining. Und genau, es gibt da Timestamping-Dienstleister, wo man entweder Files hochladen kann oder Hashes und so, und dann kriegt man halt die entsprechenden Informationen, wie man diesen Zeitstempel einbringt. Ja? Nee, also das, dann gehe ich nochmal zurück. Das kann ich vielleicht an dem Beispiel hier nochmal vielleicht erklären. So, das ist das Prinzip Mining. Und es gibt da zwei Dinge. Was ich meine mit Prinzip Mining ist einmal dieser dezentrale Proof of Work.
dass man sagt, okay, wir erzwingen durch diese Leistung, dieser Rechenleistung, erzwingen wir diese Datenbank, die einmal versiegelt ist, sodass sich die Einträge nicht mehr ändern kann und die aber auch gleichzeitig allen bekannt ist, die im Netzwerk Teilnehmer sind. Das ist erstmal das Prinzip Mining. Was man vielleicht dazu sagen muss, warum das Mining heißt, das ist ja die Frage dann vielleicht auch dahinter, das machen die Leute ja nicht aus Jux und Tollerei. Die ballern ja nicht Strom ohne Ende ins Netzwerk und sagen, ah, das ist so toll, der Bitcoin und wir wollen das unterstützen, sondern die wollen dafür Geld sehen. Und genau das ist im Bitcoin-Netzwerk drin. Es gibt also eine Anreizstruktur für diese Leute, Rechenkraft hinzuzufügen. Und zwar, diese Miner, die hier arbeiten, die finden diese Hashes, die sie brauchen, oder diese Hash-Werte, zufällig. Das heißt, ab und zu hat einer mal Glück. Die Gesamtheit dieser Miner arbeitet vor sich hin und umso mehr Kraft man hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt. Aber ab und zu findet man, durch Ausprobieren, findet der Computer die richtige Zahl, die richtige Lösung. Und dann ist das Prinzip ein bisschen so, als wenn man Bingo schreit und dann Geld bekommt, weil man gewonnen hat. Ja, also man stellt sich dann hin und sagt, hier, ich habe den Block gefunden. Und in dem Block, den man gefunden hat, darf man sich selber zurzeit 25 Bitcoins gutschreiben. Sodass man, also wenn man mal Glück hat, findet man einen Block, dann kriegt man auch eine Belohnung ausgeschüttet. Also 25 Bitcoin sind zurzeit $7,500. Mehr sogar, weiß ich nicht. Also ist auf jeden Fall eine ordentliche Menge Geld, mit der man dann wieder arbeiten kann und mit der man wieder seine Stromrechnung bezahlen kann und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist schon essentiell, dass auch dieser Bitcoin einen Wert hat, weil diese Ausschüttung natürlich nur in Bitcoin stattfindet, sodass man die Leute anhält, hier zu arbeiten. Umso größer dieser Wert dieser Bitcoins ist, umso mehr Leute kommen dazu und arbeiten, umso größer ist die Stabilität des Netzwerks, umso härter ist es, das Netzwerk anzugreifen. Also das ist halt so der Preis und die Angriffsfläche des Netzwerks hängen 1:1 zusammen. Ja, bitte? Genau, also das sinkt ja ab über die Zeit. Also am Anfang waren es 50 Bitcoins, jetzt sind es 25, dann in 4 Jahren sind es dann wieder nur noch 10 oder so und am Ende hört es dann auf. Ich habe ja aber vorhin gesagt, man kann hier Daten eintragen in die Datenbank. Und wenn ich Bitcoins zum Beispiel, also die meisten Daten, die eingetragen werden, oder eigentlich alle, sind Bitcoin-Überweisungen von Adresse A und Adresse B. Ich mache aber Folgendes, ich überweise jetzt nicht ein Bitcoin von A nach B, sondern ich überweise 1,0005 Bitcoins an Adresse B und aber nur ein Bitcoin kommt an. Und der Rest dieser Betrag ist ein Trinkgeld, das ich anbiete dem Miner. Und wenn der Miner meine Transaktion mit in seinen Proof-of-Work-Block aufgenommen hat, also er nimmt das mit auf den Block, bildet diesen Merkle-Tree und bildet dann auch über meine Transaktion diesen Proof-of-Work. Oh, oh. Er bildet dann diesen Proof-of-Work und kriegt dann von mir dieses Trinkgeld gutgeschrieben, derjenige das findet. Und zurzeit ist es so, dass das Trinkgeld eigentlich nur eine Fraktion ausmacht der eigentlichen Belohnung. Diese 25 Bitcoins sind schon noch der Löwenanteil. Es gibt 25,13 Bitcoins oder so, werden insgesamt ausgeschüttet, habe ich mal geguckt. Die Idee ist aber, langfristig wird dieser Anteil dieser ausgeschütteten Bitcoins dann absinken auf null und gleichzeitig der Anteil an Gebühren hochgehen. Und da muss man natürlich auch nochmal gucken, wie groß die Gebühren dann sind. Also es ist ein Mechanismus natürlich auch drin, dass ein Miner sagt, ja, das Trinkgeld reicht mir nicht, ich nehme deine Transaktion nicht auf. Das heißt also, die Nutzer, die Informationen in die Datenbank einbringen wollen, die müssen früher oder später dann vielleicht höhere Gebühren bezahlen, um überhaupt die Daten da reinzukriegen. Und wir haben natürlich auch dann noch eine fragwürdige Möglichkeit, gerade die Preise zu bestimmen. Also es ist da noch kein richtiger Markt für da, wo man erkennen kann, gut, was ist denn jetzt ungefähr die Gebühr, die ich bezahlen muss, damit meine Transaktion aufgenommen wird. An diesen Ansätzen wird gearbeitet. Zurzeit ist das alles ein bisschen so mehr so hart kodiert. Die Miner fordern mindestens 0,1 Millibitcoin, glaube ich, pro Überweisung zurzeit. Das war aber auch mal 0,5, das war mal 1 Millibitcoin, das wird immer wieder abgesenkt. Von den Core-Maintainern, dieser Prozess ist noch ein bisschen schleppend, der muss natürlich dann automatisiert werden. Also am Ende sollte das einfach dann auch ähnlich wie die Blockchain-Difficulty, die immer wieder angepasst wird, phasenweise. Also wenn jetzt die Schwierigkeit dieses Rätsels, wenn man sieht, okay, es wurden jetzt alle 8 Minuten Blöcke gefunden, dann war es offensichtlich zu leicht und wird automatisiert schwerer gemacht, damit wieder alle 10 Minuten Blöcke gefunden werden. Und genau das Gleiche muss man vielleicht für die Gebühren machen, dass man sagt, ja, das Netzwerk kann 100 Transaktionen pro Stunde, pro Minute transportieren. Und wenn zu wenig Transaktionen im Netzwerk sind, dann war offensichtlich die Minergebühr zu teuer. In solche Strukturen muss man dann aufbauen. Also es reicht, das ist nicht nur Code, sondern es ist wirklich auch ein bisschen so alles Markttheorie, die dann dabei eine Rolle spielen. Und ich habe jetzt hier mal eine Übersicht gemacht. Also die Frage, diese Fork-Frage war halt wirklich gut. Ja, es ist halt nicht geschützt, es ist alles Open Source. Ich kann einfach den Code kopieren und eine neue Blockchain starten. Die Blockchain hat natürlich andere Proof-of-Work-Ansätze oder andere Proof-of-Work-Ergebnisse. Das heißt also, ich fange mit einem anderen
ursprünglichen ersten Block an und dann entwickelt sich die ganze Blockchain anders. Das heißt also, die sind nicht kompatibel, die ganzen Sachen, aber sind ähnliche Prinzipien. Also es gibt zum Beispiel, also Litecoin war einer der ersten Forks, der statt SHA 256 als Proof-of-Work-Algorithmus Script verwendet. Also wir haben bei diesem SHA 256 das Problem, dass es sehr gut parallelisierbar ist, dass es inzwischen ASICs gibt, die jeden Computer outperformen. Das heißt, es ist eine extreme Industrialisierung des Minings hat stattgefunden und auch eine Zentralisierung. Das ist da so weit gekommen, dass einzelne Akteure bis zu 50% der Rechenkraft hatten, was natürlich dann gewisses Angriffspotenzial auf die Blockchain zulässt. Und Litecoin hat gesagt, ja, wir finden es besser, wenn wir hier Script machen. Script ist angeblich nicht auf ASICs implementierbar, das stimmt auch nicht. Es gibt jetzt die ersten Script-ASICs, aber es war halt ein Versuch. Namecoin, wie ich gesagt habe, ist ein dezentraler Name-Service. Das funktioniert auch, also man kann sich das runterladen, dann installiert man so eine kleine Browser-Erweiterung und ab da kann man dann halt dann .bit-Adressen aufrufen. Ich habe auch eine, livingkeller.bit, da findet man mich auch. Primecoin, da haben Leute gesagt, wir finden das ein Quatsch, dass ihr hier die ganze Energie verschwendet, ohne dabei irgendwas Sinnvolles rauszukriegen. Und dann wird statt ein Proof of Work oder als Proof of Work werden extrem große Primzahlen berechnet. Wo der Nutzen da jetzt liegt, ist die Frage für mich, aber die haben, glaube ich, mehr große Primzahlen gefunden als die meisten Forschungsprojekte dieser Welt bis jetzt. Also dem Thema. Dann gibt es Leute, die sagen, ah, Bitcoin ist total seriös geworden, viel zu erwachsen und so. Dann gibt es also Dogecoin. Dogecoin basiert auf so ein bisschen so einem Internet-Meme. Das ist so ein Hund, Chihuahua oder so, der so ein bisschen verliebt in die Kamera guckt und darum haben sie dann so einen Coin gemacht. Und die sind halt mehr so auf den Spaß. Das sind eigentlich hauptsächlich junge User, die haben einen eigenen Subreddit aufgemacht und die haben zum Beispiel so Nasdaq-Cars, funden die einfach mal, machen so ein Fundraising, da kommen ganz viele Dogecoins zusammen und dann bedrucken die halt einfach so ein Rennauto. Sie haben, glaube ich, dem jamaikanischen Bob-Team die Teilnahme an der Olympiade ermöglicht. Solche Sachen machen die. Geht es halt nicht darum, das seriös zu machen, da interessiert sich keiner für Regulierung oder sonst ähnliches, sondern einfach nur, um diese Technologie zu nutzen und das zu machen. Es gibt hunderte weitere von einfachen Forks, kann sich das alles angucken. Die entwickeln sich auch wertmäßig extrem volatil teilweise. Es gibt, ich nenne sie ein bisschen so Bitcoin 2.0 Forks. Also das ist im Endeffekt einfach nur Bitcoin 1:1 kopiert mit der gleichen Idee. Man kann Geld überweisen, hier kann man ein bisschen doch Daten eintragen, aber es ist im Endeffekt auch nur ein Wrapper. Ein bisschen spannender gerade sind dann diese Bitcoin 2.0 Forks. Wie Colored Coin, Mastercoin, Next und Ethereum, die versuchen richtig Verträge und so weiter in diese Datenbank mit reinzubringen, dass es also Regeln gibt, nachdem man da seine Einträge machen kann. Man kann da drin dann Derivate ausgeben, man kann seine eigenen Coins ausgeben in dieser Blockchain, man kann zum Beispiel Aktienscheine ausgeben, man kann sagen, okay, ich habe hier 10 solche Coins, die entsprechen jeweils einem Stimmanteil meiner Firma und ich verkaufe die jetzt und die sind dann in dem Netzwerk frei handelbar und erkennbar. Solche Ansätze gibt es. Und dann darauf aufbauend gibt es dann dezentrale Projekte, wie zum Beispiel Lighthouse und MadeSafe. Lighthouse ist so ein dezentrales Crowdfunding-Netzwerk, was gerade aufgebaut wird, wo man halt also seine Crowdfunding-Idee nicht mehr über einen zentralen Platz laufen lassen muss, sondern halt dann einfach die Blockchain nutzen kann. Und MadeSafe ist ein Projekt, was 8 Millionen Dollar Funding gekriegt hat, auch aus der Kryptowelt. Die versuchen, so eine Art dezentrale Dropbox aufzubauen über die Blockchain. So, ich bin gleich durch, ne, auch mit der Zeit. Genau, also das ist jetzt mal meine persönliche Meinung zum Thema Bitcoin. Nochmal zur Zusammenfassung. Die Blockchain-Technologie hört bei Bitcoin nicht auf, geht weiter, und aber gleichzeitig ist Bitcoin auch ein sehr mächtiges Mittel, was einfach weiter Benutzung erfahren wird. Und ich bin der Meinung, dass dieser Ansatz, der da ist, dass, also zumindest bis jetzt da war, dass Bitcoin so ein bisschen belächelt wird und man sagt, ja, ihr mit eurer Spielerei da, das wird eh nie wirklich seriös benutzt und so, auch gefährlich ist, weil Bitcoin ist so mächtig, dass es auch Leuten ermöglicht, damit deutlich Schindluder zu treiben. Ich bin da jetzt nicht drauf eingegangen, weil die Diskussion auch mal ein bisschen weit führt, aber natürlich ist es allen bewusst, dass Bitcoin durch die Pseudonymität auch für kriminelle Aktivitäten genutzt werden kann. Und die Frage ist halt, wie gut skaliert es, wie stark wird es genutzt werden in Zukunft, ist das eine Gefahr in der Gesellschaft, die wir dann haben, dass Leute Zahlungen anonym durchführen können, brauchen wir diese zentralen Kontrollmechanismen? Das ist ein Thema, wo ich gerne darüber diskutieren will, wo ich gerne mit den Leuten darüber sprechen möchte. Die EBA zum Beispiel hat jetzt wieder so eine Note veröffentlicht, wo sie vor Bitcoins gewarnt haben, die ganzen Risiken für Verbraucher rausgearbeitet haben. Das ist ein Thema, wo ich auch der Meinung bin, dass jeder, der heute davon hört, darüber nachdenken soll und sich eine Meinung bilden sollte, weil es wird dazu kommen, dass wir darüber abstimmen, darüber diskutieren, wollen wir zum Beispiel Bitcoin verbieten oder nicht, solche Technologien.
Auch wenn man jetzt sagt, es gibt immer wieder Ansätze von der Regulierung oder von Leuten, die mit Bitcoin sich beschäftigen, ja, ja, das ist alles nicht so schlimm, das ist ja Pseudonym nur, man findet die Verbrecher schon und so. Es wird aktiv daran gearbeitet, das Ganze zu verbessern. Es ist auch technisch möglich, das irgendwann so obskur zu machen, dass man es nicht mehr sieht. Für diejenigen, die sich auskennen, was die Anonymisierung von Bitcoin angeht, ist ein spannendes Projekt Monero. Die machen CoinJoin und Stealth-Adressen per Default. Da ist eigentlich so gut wie unmöglich, irgendwelche Identitäten drin zu finden im Netzwerk. Das funktioniert, läuft, ist schon da. Genau, und dann denke ich persönlich, dass Bitcoin erstmal Geld revolutionieren wird, also das nicht Geld, Bargeld vielleicht, aber digitale Zahlungsmittel, wie wir sie kennen, und danach aber auch andere Bereiche des zentralen Internets. Also wie gesagt, ob DNS-Services schon mal und aber auch vielleicht Dropbox und ähnliches. Es gibt ja halt eine Möglichkeit, jetzt auf einmal Dezentralität zu monetarisieren, auch in gewissem Maß. Man kann sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man irgendwann das Tor-Netzwerk, wäre ja schön, wenn alle immer Tor benutzen würden. Machen wir aber nicht, weil es tierisch langsam ist und weil es eigentlich keinen Anreiz gibt, für mich einen Tor-Knoten zu betreiben. Vielleicht finden wir mit Bitcoin eine Möglichkeit, den Tor-Knotenbetreiber irgendwann für seine Arbeit zu entlohnen, für seine Bandbreite und ähnliches. Das heißt also, dass man quasi anonym den Tor-Knotenbetreiber bezahlen würde und dadurch würde das gesamte Netzwerk dann schneller werden. Ideen, wo auch dann gearbeitet wird, was ich spannend finde, in Berlin sind auch die Tor-Developer, die sich auch damit auseinandersetzen, mit solchen Ideen, natürlich ohne dabei dann zu sehr zu kommerzialisieren. Für mich persönlich gilt die Vorweile überwiegen. Und hier ist genau dieser Aufruf. Also wenn ihr das auch findet, dann ist das natürlich toll und dann erzählt es bitte weiter. Und ich freue mich aber besonders, wenn Leute sagen, nee, das sehe ich ganz anders. Erstens, das Netzwerk skaliert nicht. Zweitens, es ist alles viel zu komplex für den einfachen User. Und am Ende dann auch die Frage, ist das gefährlich für die Gesellschaft? Sollt ihr daran arbeiten? Sollt ihr das unterstützen? Sollt ihr das weiterentwickeln? Sollt ihr daran arbeiten, die Anonymität zu verbessern? Bitte hört auf damit. Solche Diskussionen interessieren mich. Das finde ich spannend, wenn Leute da auf mich zukommen, auf uns zukommen. Geht zu den Stammtischen, wie gesagt, kommt zu den Konferenzen, wenn ihr solche Ansichten habt. Genau, und damit wäre ich dann auch fertig und bin gerne noch hier für Fragen. Ja, bitte? Bei wo kriegt man sinnvoll anonym Bitcoins her? Also die Frage ist, wo man anonym Bitcoins kaufen kann, ohne da halt seine ganzen Daten dazulassen. Es gibt dafür eigentlich nicht nur eine Antwort, sondern zwei. Schade, dass es hier nicht lädt. Also während ich diese Fragen beantworte, wollte ich hier mal eben, na, wo ist er denn? Da etwas machen, was man eigentlich nicht tut, einen Private Key öffentlich zeigen. Auf dem sind aber auch 5 Euro Bitcoins drauf und der Erste, der sich die jetzt klaut, der kann die ja gerne haben. Genau, hier. Das sind Paper Wallets, einfach das Prinzip ist, auf der einen Seite ist der öffentliche Schlüssel und auf der anderen Seite ist der private und da müssten 5 Euro wert Bitcoin drauf sein. Die App heißt Mycelium. Und so könnte man zum Beispiel anonym Bitcoins jetzt bekommen. Ne? Wenn man solche Aktionen mitmacht, ist natürlich nur aber erst hier ein Spaß. 2 Möglichkeiten. Entweder man benutzt Dienste, die Bitcoins quasi gegen Bargeld verkaufen, wie zum Beispiel Local Bitcoins oder Mycelium. Mycelium hat auch einen Local Trader implementiert, wo man einfach Leute in der Umgebung finden kann, die sich dann mit einem treffen und einem gegen Bargeld Bitcoins verkaufen. Dabei muss man sich ja nicht ausweisen. Also ich habe auch schon Leute erlebt, die dann da mit einer Anonymous-Maske auftauchen und die bis zum Ende der Transaktion nicht wieder abnehmen. Die haben also dann entsprechend anonym Bitcoins gekauft. Die Frage ist halt so ein bisschen so, wie stark wird das reguliert in Zukunft? Ist das irgendwann vielleicht verboten, das zu machen? Man kann aber auch Bitcoins mit seinem Klarnamen kaufen, zum Beispiel auf dem Exchange. Da schreibt sich dann auf, okay, derjenige hatte diese Bitcoin-Adresse und danach wäscht man die. Also es gibt da so Bitcoin-Waschmaschinen, wo man halt Bitcoins dann reinspielt. Die werden mit anderen auf eine Adresse überwiesen und danach wieder dann ausgezahlt. Solche Dienstleistungen sind auch da, die Anonymität auf jeden Fall stark erhöhen, dieser Bitcoins, die man dann da bekommt. Weitere Fragen? Ja? Glaubst du, warum der Kurs momentan so unspektakulär ist, ohne Nachricht bei Basel ist sehr hoch? Das gibt da. Also das ist undurchsichtig zu verstehen, ein bisschen, weil die Märkte extrem intransparent sind, also wirklich intransparenter als Aktienmärkte oder sonst irgendwas. Und, sagen wir mal, in dem Sinne ist vielleicht Regulierung mal ganz nett, deswegen forderst du noch lange nicht, aber sage ich mal so, dass man halt sagt, okay, die müssen irgendwelche Berichte machen, die werden irgendwie geprüft und so.
Man hat ja zum Beispiel gesehen, also die, zum Beispiel der Kursanstieg auf 1000 Dollar wurde ich weiter getrieben. Also es gab dann diesen Bot, der da intern bei Mt. Gox die ganze Zeit gekauft hat, irgendwie mit Geld, was gar nicht da war, also den Kurs einfach manipuliert hat. Das heißt, der Exchange selbst hat den Kurs manipuliert. Vielleicht hat sich das noch nicht weitgehend normalisiert. Es gibt sehr viele positive Meldungen bei Bitcoin, das stimmt schon. Gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder gefährliche Meldungen. Gerade diese Umsatzsteuerfrage ist halt in Europa so ein Killer für Bitcoin, wenn die durchkommt, die Umsatzbesteuerung auf Bitcoin. Und man muss auch sagen, dass zurzeit eine Dynamik da ist, dass mehr die Off-Ramps benutzt werden. Also ich nenne die Off-Ramps die Punkte, wo man wieder Bitcoins in Geld umtauschen kann. Also eigentlich jeder Online-Händler, der zurzeit Bitcoin annimmt als Zahlungsmittel, der verkauft die sofort. Der veräußert die sofort und kriegt halt Cash, sogar Overstock.com macht es, also Expedia.com nimmt jetzt Bitcoin, Lieferservice.de, die verkaufen alle sofort die Bitcoins. Und die Nutzer haben überhaupt keine Anreiz eigentlich, sich Bitcoins zu besorgen. Also als Spekulationsgut vielleicht, okay, aber ich gehe jetzt ja nicht irgendwie auf Lieferservice.de und bestelle mir eine Pizza, die kostet 8 Euro, kann ich eine Kreditkarte zahlen, oder sie kostet 8 Euro in Bitcoin. Dann sage ich natürlich nicht, oh toll, jetzt hole ich mir diese komplizierten Bitcoins irgendwo her und benutze die mal und so. Das heißt, zurzeit, diejenigen, die mit Bitcoin einkaufen, sind Leute, die früh investiert haben, die einfach sagen, ach cool, ich will das benutzen, ich finde es fancy, die vielleicht einfach Lust darauf haben, aber es gibt eigentlich jetzt keinen monetären Anreiz. Und vielleicht, wenn die Händler mal anfangen würden und sagen, okay, wir geben die Transaktionsgebühren, die wir sparen, auch an die User weiter. Du zahlst halt nicht mehr 8 Euro, sondern 7,50 Euro mit Bitcoin für deine Pizza. Dann hättest du vielleicht einen Anreiz, dir die zu besorgen, dann würde vielleicht auch der Preis wieder steigen. Das heißt, zurzeit ist halt ein automatisierter Abverkauf dieser Bitcoins. Und da muss man sagen, dass eigentlich der Markt erstaunlich viel aufnimmt davon. Also jeden Tag sind alleine 3 Millionen Dollar an Mining, Bitcoin, gemeinten Bitcoins, die gedumpt werden in den Markt. All das wird aufgenommen, plus noch weitere Verkäufe und so. Und dadurch, also der Kurs hält da relativ stark dagegen. Wenn halt dieser Ausverkauf vielleicht ein bisschen wieder zurückgeht und die Leute dann sagen, okay, ich habe gar keine Bitcoins mehr, ich muss mir eine neue besorgen, vielleicht greift dann der Kurs wieder nach. Aber das sehe ich gerade als das Hauptding, dass einfach zurzeit ein Ausverkauf von Bitcoins derjenigen passiert, die hatten. Ja, gibt es denn Lösungsansätze für die Umsatzsteuerproblematik oder die Abgeltungssteuer oder was da alles so kommt? Also die Abgeltungseinkommensteuer und so, das ist eigentlich relativ unproblematisch. Wenn man mit Bitcoin Geld verdient hat, dann muss man im Endeffekt dann halt Steuern drauf zahlen. Das ist ja jetzt auch erstmal nicht tragisch, sag ich mal. Das heißt, ich kaufe 10 Euro Bitcoin und verkaufe den nach für 100 wieder, dann muss ich auch 90 Euro gewinnen. Die muss ich meinem Einkommen dazu rechnen, wenn ich jetzt privat gehandelt habe, und muss dann meine Einkommensteuer dann in der Erklärung das angeben, die wird entsprechend erhöht. Es gibt natürlich da so ein paar Tricks mit LIFO, FIFO, dass ein bisschen komplexer werden kann. Uli Hoeneß sitzt deswegen im Knast. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Also der Witz ist einfach der, wenn ich für 10.000 Euro Bitcoins gekauft habe, dann sind die auf 10 Millionen gestiegen, jetzt mal übertrieben, innerhalb von einem Jahr. Ich verkaufe die, dann habe ich also dann fast 10 Millionen Euro Gewinn realisiert. Kaufe wieder Bitcoins und sie sinken wieder ab auf 1.000 Euro oder sowas. Aber ich habe sie noch. Dann muss ich trotzdem beim Finanzamt 9 Millionen ungerade an Gewinnen angeben, die ich versteuern muss in dem Jahr, auch wenn ich das Geld gar nicht mehr habe. Und das ist bei einigen Bitcoinern nicht ganz so extrem, aber so ein bisschen in der Art durchaus passiert, die jetzt also aufpassen müssen, dass sie dann nicht dann irgendwie eine Steuerlast auf einmal kommen oder Dinge verschweigen, die ihnen danach auf die Füße fällt. Da bin ich persönlich auch sehr daran interessiert. Also ich mache gerade eine Firma, wo ich diese Steuererklärung automatisieren will, die Leute aufklären will, was sie zu beachten haben. Natürlich auch doof. Man will Bitcoins ausprobieren, freut sich, dass man ein bisschen Geld gemacht hat und auf einmal muss man so eine furchtbar komplexe Steuererklärung anlegen. Also ich bin seit 3-4 Monaten dran, habe die immer noch nicht fertig gekriegt. Ja. Nicht permanent, aber ich mache immer von mir an und dann denke ich mir, oh nee, keine Lust mehr. Die Umsatzsteuer ist viel schlimmer. Die Umsatzsteuer würde bedeuten, ich als Händler verkaufe irgendwas, sagen wir mal für 10 Euro wert 3 Bier oder so in meiner Kneipe, kriege ich dafür Bitcoins, habe schon die Umsatzsteuer abgeführt auf die Biere, also auf den Kaufpreis der Biere, ja, also dann irgendwie, was sind das dann, 2 Euro, genau, habe schon 2 Euro bezahlt zum Finanzamt. Und dann später sage ich, okay, jetzt habe ich die 10 Euro wert Bitcoin, aber ich muss irgendwie ein neues Bier kaufen. Das heißt, ich verkaufe die 10 Euro wert Bitcoin, vielleicht sind es dann schon 11 Euro wert, dann muss ich schon mal 1 Euro Gewinn ausweisen, das ist aber weiter nicht tragisch. Aber es könnte sein, dass Finanzamt sagt, Moment mal, du verkaufst ja da wieder eine Ware an einen Endkunden, bitte führ Umsatzsteuer ab. Da müsste man nochmal auf einmal die 2 Euro abführen und damit wäre Bitcoin als Zahlungsmittel für den Händler sofort gestorben. Also das kann er einfach nicht mehr benutzen, kann er sich nicht erlauben, macht er jedes Mal 20% Verlust. Also die Gewinnmarge hat keiner eigentlich, der einfach nur Waren verkauft. Das heißt, das ist ein Szenario, was im Endeffekt diese Bitcoin-Usage dann blockieren würde. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das durchaus eine realistische Gefahr ist, dass die Umsatzbesteuerung kommt, beziehungsweise eigentlich schon gibt. Das heißt also, alles, was gelaufen ist, muss in Retrospektive umsatzbesteuert werden. Weil das Umsatzsteuergesetz ist so aufgebaut, alles wird besteuert, außer folgende Ausnahmen. Und dann gibt es halt viele Ausnahmen, wie zum Beispiel für Geld, für Kredite, für Aktien, für Forderungen und auch zum Beispiel für Gold.
aber Gold ist explizit ausgenommen, also Gold ist auch nicht so ohne weiteres Umsatzbesteuerung befreit und auch nur Anlagegold. Also wenn ich zum Beispiel eine Münze habe, die vor dem 18. Jahrhundert geprägt worden ist, dann ist sie nicht Umsatzsteuer befreit, wenn ich einen Hammer drauf haue, dann schon. Ja. So, und das sind halt so ein bisschen so diese Dynamiken, die da drin sind, diese Ideen, aber es ist natürlich auch ein super Mittel, um Parallelgeld zu verhindern. Also man kann sagen, ihr könnt alle hier euer Spinnergeld hier irgendwie benutzen, macht euer, was ihr da wollt, so ungefähr. Nur sobald das irgendwie auf einmal dann in die Läden reinkommt und auf großer Basis benutzt wird, sagen wir, nee, es wird umsatzbesteuert und damit ist es de facto da abgeschafft wieder oder verboten. Und ich sehe schon, dass dieser Hebel, dass der nicht ohne weiteres aus der Hand gegeben wird, das ist jetzt beim Europäischen Gerichtshof eine Klage anhängig gegen die schwedische Regierung, glaube ich, wo einer, der Umsatzsteuer zahlen sollte, gesagt, das mache ich nicht, das ist gegen EU-Norm. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich persönlich fürchte, dass es nachteilig ausgeht für Bitcoin. Und deswegen will ich auch darauf hinarbeiten, dass Leute sagen, okay, wir finden aber Bitcoin toll, wir machen eine Änderung am Umsatzsteuergesetz. Aber das sind genau diese Prozesse, die ich meine, dass irgendwann wird es vielleicht wichtig an der Wahlurne, welche Partei ist denn für die Umsatzbesteuerbefreiung von Bitcoin oder solche Sachen. Das sind diese politischen Prozesse, wo wir hingehen müssen. Zurzeit als Händler kann ich nur davon persönlich abraten, Bitcoin wirklich in die Bücher aufzunehmen. Das würde ich eher anders versuchen zu regeln. Über BitPay zum Beispiel und dann gar keinen Bitcoin selber zu halten. Ja? Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wen man aus der Finanzwelt jetzt betrachtet. Die Akteure, die davon profitieren, dass es zurzeit zentrale Kontrollmechanismen gibt, wie die Zentralbanken, den Leitzins und so weiter, sind natürlich gegen Bitcoin, weil die dann also diese Mittel da dann durch die Hände gleiten. Also man weiß ja nicht genau, wie der Leitzins festgelegt wird, welche Interessenvertreter da wem ins Ohr flüstern, wer da, also ich meine, das ist ja alles ein bisschen verwoben. Also Mario Draghi kommt von Goldman Sachs und so weiter, also diese ganzen Verbindungen sind schon irgendwie da. Und da gibt es bestimmt Player, die denen das nicht schmeckt, die auf jeden Fall was zu verlieren haben, wenn dann diese zentralen Kontrollmechanismen auf einmal wegbrechen. Gleichzeitig gibt es aber viele Leute, die mit Bitcoin zocken wollen, die damit spekulieren wollen. Also gerade in Großbritannien ist es so, dass da offensichtlich die Investmentbanker an der Wall Street massiv Lobbyarbeit auch für Bitcoin machen und das gerne frei haben wollen. Das sieht man daran, dass Großbritannien zuerst gesagt hat, wir besteuern Bitcoin mit der Umsatzsteuer. Und dann kurz darauf zurückgerudert ist und sagt, nee, das wird das ja nur behindern, wir machen das mal doch nicht. Wir warten jetzt mal auf eine europäische Entscheidung ab und bis dahin ist es umsatzsteuerfrei. Das ist eigentlich Großbritannien das einzige Land in Europa, was sich diesbezüglich klar geäußert hat. Und das ist halt so ein bisschen so, es gibt dann die und die Konflikte und der Bitcoin legt sich dann mit dem ins Bett, den man am meisten nutzt, so ungefähr. Man hat ja eh keinen Einfluss drauf, man kann ja auch nicht sagen, bitte lasst mal den Bitcoin in Ruhe oder supportet den nicht oder supportet den. Das entwickelt sich zurzeit ein bisschen dynamisch, aber ich würde sagen, die Finanzwelt hat Player, die dafür und die dagegen sind. Die meisten, gerade in den USA und in England, wo halt das meiste Spekulationspotenzial da ist, die sind eigentlich dafür. Die wollen das total frei haben, die wollen dann zocken, spielen und ihr Geld verdienen. Gut. Ja, noch eine Frage. Also die Frage ist, ob man die Finanztransaktionssteuer im Euro-Raum über Bitcoin hat. Ja, also dieses Argument ist schon bekannt, aber naja, also ich meine, er hat das Geld aus dem rausgefunden, kauft sich dann Bitcoins und verkauft die dann wieder, dann ist das Geld ja wieder da. Also da muss er auch erklären. Ja, also ich meine, also natürlich kann man mit Bitcoin Geld weltweit transferieren, ohne dass man da jemanden hat, der das kontrolliert oder verhindert. Das habe ich gesagt. Das sind die Mechanismen, die da sind. Man kann, also ich halte es nicht für einfacher, mit Bitcoin Geld zu waschen, was nachher wieder in den normalen Kreis, in den normalen Finanzkreislauf reinkommen soll, weil man dafür ja auch dann erklären muss, wo es herkommt. Also wenn ich auf einmal 100.000 Euro Eingang auf meinem Konto habe und dann sage ich, ja, das waren Bitcoins, die ich verkauft habe, dann hilft das ja auch nicht. Dann heißt es ja, wo kommen denn die Bitcoins her? Also ich meine, dieser Schritt, wenn ich jetzt mit den Bitcoins dann selbst nur noch agieren kann und einkaufen kann, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass ich damit dann Einkäufe tätigen kann in der normalen Welt, ohne dass es vielleicht irgendwann auffällt. Wenn ich mir davon ein Auto kaufe oder ähnliches, kann ich trotzdem nicht erklären, wo das Geld herkommt. Also Geld waschen muss immer noch anders funktionieren. Das ist mit Bitcoin jetzt auch nicht viel leichter. Weiß ich nicht, da gibt es ja andere Methoden, wie dann irgendwie ein Unternehmen haben, wo man das in den Cashflow integriert. Keine Ahnung. Also sowas wird weiter genutzt werden. Dafür kann man dann vielleicht auch Bitcoin benutzen, so wie gut, wie man Bargeld benutzen kann. Aber es ist dadurch nicht unendlich viel einfacher, auf einmal Geld zu waschen durch Bitcoin.
Man kann halt nur Geld transferieren, ohne dass es einer verhindern kann. Man kann also Jedweden, man kann Dissidenten irgendwo, die verfolgt werden, kann man Geld schicken, Leuten Geld spenden wie Snowden, genauso wie im Endeffekt Drogenhändler und im Worst Case der allgemeine Wald- und Wiesenterrorist kann das auch benutzen. Ja. Das sind die Dinge, genau, wo man darüber nachdenken muss, warum auch viele Leute was gegen Bitcoin haben, warum ich auch gerne mit den Leuten darüber spreche. Aber es ist genauso ein bisschen auch die Argumentation, oder dieses kennt man ja vom Tor-Netzwerk her auch. Das ist auch die Frage. Ja, Tor wird halt benutzt von Verbrechern und von politischen Verfolgten. Wie wägen wir das ab? Und das ist natürlich ein sehr schwerer Prozess. Wie ist das mit Drittländern? Ja, das funktioniert sehr gut. Ich kann jedem, der im Iran sitzt, kann ich Geld schicken. Er braucht nur ein Handy. Er braucht noch nicht mal ein Handy, er muss mir nur sein Public Key schicken. Bitte? Das kann ich nicht sagen. Ich halte den Iran auch nicht so für so ein Land, wo man irgendwie sich strafbar macht, sondern man verschwindet einfach, ohne dass man da irgendwie jetzt einen Prozess irgendwie da bekommt oder so. Die Frage ist so ein bisschen so, also wir haben ja den Vorteil bei uns, dass wir diese plausible Abstreitbarkeit haben. Die reicht uns ja. Also wenn ich sage, hier, ich kann Folgendes machen, ich benutze diesen Mixer für meine Bitcoins und mache damit irgendwelche Sachen, die vielleicht dem Staat nicht so ganz gut gefallen. Dann habe ich Folgendes erzeugt. Ich habe meine Bitcoins, die da reingegangen sind, gehören ja mir, und die hinten wieder rausgekommen sind, haben dann irgendwas gemacht. Das heißt, die Verbindung, die Brücke zu mir kann hergestellt werden. Aber man kann nicht eindeutig nachweisen, dass der Weg zu mir führt, sondern man kann halt sagen, okay, einer von den 500 Leuten, die den Mixer benutzt haben, hat diese Transaktion ausgeführt. Vielleicht bist du einer davon. Dann sage ich, ja, kann schon sein, kann auch nicht. Danke, tschüss, und in Deutschland wird man in Ruhe gelassen. Im Iran wird man dann vielleicht gefoltert, bis man es zugibt. Es ist halt, also plausible Abschreibbarkeit ist bei uns ein Luxus, den wir haben. Auch in England zum Beispiel kommt man in den Knast, wenn man sein Passwort nicht rausgibt. Solche Situationen gibt es hier in Deutschland nicht. Deswegen muss man im Iran natürlich noch einen Schritt weitergehen. Also im Iran, wenn man damit Bitcoin benutzen will, und angenommen, es wäre irgendwie verboten oder auch Tor oder sowas, dann muss man auch vor allem aufpassen, dass es noch nicht mal einer mitbekommt, dass man es benutzt hat. Da wird es natürlich ein bisschen schwerer. Da kann man es aber auch lösen, indem man zum Beispiel Bitcoin nur ausschließlich durch Tor benutzt und Tor halt dann auch vielleicht auch noch durch ein Protokoll, was nicht auffällt, als verschlüsselte Verbindung. Das sind dann schon ziemlich Overheads, die man benutzen muss. Man kann aber wirklich, also wenn man diese abgesicherte Verbindung schon mal hat, dann kann man Bitcoin dann auch so verwenden. Man muss natürlich aufpassen, dass wenn man die dann da wieder ausgibt, dass der Gegenspieler dann nicht einer ist, der irgendwie vom Regime ist oder sowas. Also wenn das wirklich hart verfolgt werden würde und man für Bitcoin-Benutzung in den Knast kommen würde, das wäre schon ein ziemlicher Aufwand für die Leute, dann Bitcoin sauber zu benutzen, ohne dass sie dann dabei auffallen. Aber sagen wir mal, in allen Demokratien ist es eigentlich nicht möglich, das zu verbieten, weil es auch Meinungsfreiheit ist. Gut. Oder da noch eine Frage, ja? Einer der Kollegen schreibt ja darauf, dass man am besten gut analysiert, welchen Fork man verfolgen würde, wenn es um die Antwort geht. Wirkt auch nicht so positiv formuliert, aber eigentlich ist es auch was Planes. Wenn ich jetzt als teilnehmen würde, dann würde ich mich fragen, wenn ich da Verlust war, wenn ich nur als falsche Entscheidung getroffen habe. Ja, das stimmt. Das liegt nach einem sehr hohen. Also das, im Zweifelsfall macht man halt nichts, habe ich ja vorhin schon gesagt. Was dazu führt, dass, also die Frage ist, oder die Idee ist, also ich wiederhole die Frage eigentlich nochmal. Also die Frage ist halt, ob man bei so einer Hardfork, wie man sich davor schützen kann, vielleicht, dass man da aus Versehen die falsche dann mitnimmt. Es ist halt so, dass durch diese Dynamik versucht gar keiner erst einfach mal so eine schnelle Änderung auf die Schnelle durchzubringen oder sowas. Das heißt, jede Änderung, die du machen willst, ins Netzwerk reinbringen willst, die musst du halt so genau erklären und allen schmackhaft machen, dass sie alle updaten. Weil sonst hast du eh keine Chance, mit deiner Hardfork da irgendeinen Marktanteil zu gewinnen. Das heißt, es dauert ziemlich lange, um Änderungen durchzubringen. Das Ganze ist sehr robust und langsam und entwickelt sich halt nur, wenn es wirklich offensichtlich für alle einen Vorteil gibt. Und das würde ich eher so als den Ansatz sehen, dass du sagst, okay, gerade als Nutzer, nur wenn du Bitcoins benutzen willst, vielleicht empfangen willst als Händler oder versenden willst, dann wartest du erstmal ab, bis du merkst, okay, alle, die mit denen ich hier korrespondiere, haben sowieso schon die neue Version, dann gehe ich auch mal mit oder reden darüber. Und eigentlich am schlimmsten ist es für die Miner. Die Miner müssen sich halt entscheiden, okay, auf welcher Fork arbeite ich, weil das kann sein, dass halt denen sogar noch nicht mal die Bitcoins im Wert verfallen, sondern die gar nicht mehr die Bitcoins haben, die sie eigentlich hergestellt haben in der Zeit. Und den kann man aber auch abverlangen. Ich finde, das sind halt die Profis im Netzwerk, dass sie sich damit auseinandersetzen und da richtig einarbeiten und vorher dann diese
Forks analysieren. Ja. Gut, zu Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.